Zum vollen Genuss dieser Ausstellung gehört das Wissen um das Saarbrücker Kulturdesaster, das Meinrad Maria Krevenich nach dem unrühmlichen Verschwinden seines Vorgängers in einem Summ von Filzfedernwirtschaft und Schlamperei geerbt hat. Noch immer steht der komplett aus dem Kostenruder gelaufene neue Pavillon des Saarlandmuseums als Rohbau herum, nun allerdings von sanften Stroboskopblitzen innen beleuchtet. Museumsleiter und Künstler haben wohl mit dieser Arbeit auf die ewige Baustelle aufmerksam machen wollen. Das ist auch die moderne Galerie nebenan, deren Sanierung immer noch nicht abgeschlossen ist. Und so darf die Baustelle, die Bosley darin installiert hat, durchaus als munter, bissiger Kommentar auf die Saarbrücker Kunstruinenbaumeister verstanden werden. Da stehen in einem kniehohen Kiesbett sechs alte Betonmischmaschinen herum, deren Trommeln sich rasselnd im Kreis drehen, während daneben ein arg mitgenommenes Kofferradio die Hits des lokalen Senders abdudelt. Alles dreht sich in rastloser Bewegung, aber nichts kommt voran. Still stehen auch die Rostlauben auf den rund 250 mal 350 großen Fotografien an den Wänden drumherum. Seit den 30er Jahren fotografiert Eberhard Boslett verrostete, verbrannte, ausgebeinte Autowracks in den halb paradiesischen, halb wüstenhaften Landschaftspanoramen der kanarischen Insel El Gomera. Wunderschöne, wortlose Meditationen sind das über Zeit und Vergangenheit, über die komplexe Dialektik von Schönem und Hässlichem und ein lakonischer Kommentar auf das spanische Umweltbewusstsein. Bekannt geworden ist Eberhard Boslett aber vor allem mit seinen Installationen, die mit großformatigen Skulpturen aus groben Fertigteilen des Baugewerbes in vorhandene Räume eingreifen. Nicht ohne Ironie nennt sich eine dieser Werkgruppen unterstützende Maßnahmen. Als gelte es, eine einstürzende Decke abzustützen, steht ein mächtiges Dings da, mitten im Raum. Auf einem Sockel aus Holz und Metall drücken ausziehbare Stützstempel eine dicke Lage gelber Holzplatten nach oben. Eine rohe Riesenplastik aus Verschalungsmaterialien des Baugewerbes ist das, kunstvoll konstruiert und nach dem Lego-Prinzip zusammengefügt. Skulpturen, die am Ende der Ausstellung dann wieder in ihre Einzelteile zerlegt und den ausleihenden Firmen wieder zurückgegeben werden, falls sich kein Käufer findet. Das ist eine höchst ressourcen- und umweltschonende Art der Kunstproduktion und von verblüffendem ästhetischem Reiz. Noch schöner übrigens ist eine 2x6 Meter mächtige gelbrote Barriere im Raum daneben. Diese Dinger da, die sehen aus, als hätte Boslett die Mutter aller Redimets noch zwei Schritte weiter gedacht. Und sozusagen zu Duchamps Urinal noch die Rohre und jede Menge anderes Material besorgt und zu verblüffend anmutigen Skulpturen zusammengebaut. Komplett aus Readymades besteht auch eine relativ neue Werkgruppe. Seit einigen Jahren baut Eberhard Boslett temporäre Skulpturen aus Einkaufswegen von Supermärkten. Im Saarlandmuseum hat er gleich 100 auf den Kopf gestellt und so miteinander verkoppelt, dass sie einen Kreis von 10-12 Metern Durchmesser bilden. Einen wuchtigen, geschlossenen Kreislauf des Handels. Einen ebenso ironisch-spielerischen wie unüberwindlichen Ringwall des Konsums. Lasst euch auf ihn!